Servus Leute und willkommen zu einer Runde Dropzone auf der Map Carbon. Heute habe ich ein Type 95 Gameplay für euch, aber das Gameplay ist wie immer nicht Thema, sondern ich wollte heute mal mit euch über Far Cry 3 reden. Kürzlich kamen ja zwei Trailer zu dem Spiel raus, einmal ein Multiplayer-Trailer und einmal ein Singleplayer-Trailer. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr noch keinen von den Trailern gesehen habt, ich werde euch zwei Links in die Beschreibung hauen und da könnt ihr euch dann erstmal die Trailer angucken und dann wisst ihr, über was ich hier gerade rede. Ja, ich wollte einfach so ein bisschen auf die beiden Trailer eingehen und ja, Far Cry allgemein. Und ja, 2008 kam ja Far Cry 2 raus und war eher ein Singleplayer-bezogenes Spiel. Der Singleplayer war ja sehr umfangreich und die Kampagne wirklich sehr, sehr lang, bot viele Stunden an Spielspaß. Und ja, mit Far Cry 3 hat sich das jetzt geändert. Es ist jetzt etwas mehr auf den Multiplayer bezogen. Ich weiß nicht, es ist jetzt eher 50-50. Ich würde mal sagen, so in Far Cry 2 oder so, war es eher 80-20. Aber ja, man hat schon einiges erkennen können über den Multiplayer. Zum Beispiel einige Waffen, wie zum Beispiel die PP90, die wir ja alle aus MW3 gut kennen. Und die AK-47, die wir eigentlich auch alle kennen. Und auch einen Spielmodus konnte man schon erkennen, zum Beispiel Domination oder auch Herrschaftsmodus, den wir ja alle schon gut kennen. Und auch Killstreaks soll es jetzt geben in Far Cry 3. Und da gab es auch schon einiges zu sehen in dem Trailer, zum Beispiel einmal die Drohne oder die Scouts, was einfach so ein kleines UAV ist, so ein kleines Radar, wo man auf jeden Fall Gegner mitorten kann, vermute ich jetzt mal. Und einmal ein Airstrike, der sich Barrel Bombs nennt, heißt so viel wie Fassbomben. Und da fallen einfach irgendwie solche Fässer vom Himmel und da wird so ein riesiges Flammenmeer verursacht, so wie wir es vom Napalm-Angriff in Black Ops kennen. Und ja, das hört sich irgendwie alles in einem so nach so einem billigen COD-Fake an. Und ich muss sagen, ich finde eigentlich persönlich, dass COD eigentlich auch so ein bisschen die Mutter vieler Shooter-Spiele ist. Ich sage jetzt bewusst nicht aller, aber vieler. Denn ja, viele Grundelemente eines Shooters sind einfach in COD enthalten und vor allen Dingen eines heutzutageigen Shooters. Ein heutzutageiger Shooter ist ja eher so komplett umfangreich. Es gibt dies, es gibt das. Und alte Shooter zum Beispiel, wenn man sich Counter-Strike anguckt, sind ja eher einfach gehalten. Und ja, COD ist da auf jeden Fall neue Wege gegangen. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass so viel von COD abgeleitet wurde. Ihr könntet mir mal eure Meinung in den Kommentaren dazu dalassen. Und sonst wollte ich noch ein bisschen auf den Singleplayer-Trailer eingehen. Ja, da wurde natürlich wieder die Story angekündigt. Und das hörte sich auf jeden Fall schon spannend an. Nämlich stellt euch einfach vor, ihr fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff auf eine schöne Palminsel in der Karibik. So habe ich das jetzt erkennen können. Fahrt ihr so hin. Geht da ein bisschen an Land rum, über Strände, über coole Palmen, trinkt irgendwelche coolen Cocktails und dann findet ihr da so einen Fischkutter und wollt da auch ganz coole Fotos schießen und da liegt auf einmal eine echte AK rum. Und ja, so geht's halt in dem Trailer. Sie spielen dann halt so ein bisschen mit der AK da rum und sagen so, ja, are those real here, bla bla, also sind die echt und so. Sind natürlich Touristen in den Ferien natürlich gut drauf. Und dann kommen auf einmal die Einheimischen, die finden das gar nicht lustig, wie die da mit ihren Waffen rumspielen. Und werden ein bisschen sauer auf die. Und ja, dann gehen sie auf jeden Fall in die Bar und nochmal ordentlich einheben, sind dann ganz schön besoffen und finden sich dann auf jeden Fall in den Händen der Einheimischen wieder. Und ja, einige sterben und ihr halt als Hauptcharakter bleibt natürlich am Leben. Und müsst dann auf dieser verlassenen, oder nicht unbedingt verlassenen, aber mit Einheimischen übersäten Insel müsst ihr euch durchschlagen, überleben. Und ich denke mal, das hört sich alles nach einem ziemlich spannenden Singleplayer an, der sich auf jeden Fall lohnen wird. Und ich werde mir dieses Spiel auf jeden Fall kaufen. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr euch dieses Spiel holen werdet. Also von manchen Leuten habe ich jetzt gehört, ja, von manchen nein. Und mich würde einfach mal eure Meinung interessieren. Werdet ihr euch Far Cry 3 holen oder nicht? Und am Schluss wollte ich nochmal anmerken, ich wollte nochmal ein Brickforce Beta Key versenden oder verschenken. Das ist nämlich ein ja, auch ein Ego-Shooter, der jetzt in nächster Zeit kommen wird, ist so ähnlich wie Minecraft und also so wie Ace of Spades. Ist ein ganz witziges Spiel, das habe ich letztens auch schon ein bisschen gezockt. Dafür einfach für die Closed Beta ein Key. Und ja, ihr könnt uns ja mal einfach in die Kommentare schreiben, warum ihr diesen Key unbedingt haben möchtet. Oder wir werden mal gucken, wie wir den Gewinner rausfinden. Und ja, das Gameplay ist jetzt hier auch schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte eine Bewertung ab, denn auf die letzten Videos hatte ich irgendwie sehr wenig Bewertung. Fand ich ein bisschen schade. Also gebt eine Bewertung ab, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.